Yo, Molotov, welcome back zu Factorio mit Tintin und 130 Mods und ich würde sagen, let's go. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten doch irgendwas vor, irgendwas gemacht. Genau, ich bin die Mark 2 Fördermänner am Erforschen, das ist schon mal sehr nice. In der Zeit automatisiere ich einfach nochmal ein bisschen Müll. Logistik 2 ist abgeschlossen. Aber wir könnten hinarbeiten auf grüne Greifarme, die können dann ganze Stacks an Items quasi verschieben. Also können wir 5 Items auf einmal oder sowas, weißt du? Ja, yeah, das sind diese krassen Dinger, die immer voll viel aufnehmen. Fürs Lager wären die halt insane, aber es ist ein weiter Weg bis dahin. Aber dann, das wäre eigentlich geil, ne? So, dann machen wir jetzt hier einmal die Rohre. Oh, was haben wir noch erforscht? Ah, die zwei Bänder. Nice, die automatisiere ich auch gleich schon mal. Wolframverarbeitung haben wir durch. So. Oh. Okay. Oh. Oh. Konstantin, was hältst du von panzerbrechende Munition und Granaten? Ja, Granaten. Dann müsstest du mir mal Wolfram herleiten. Wolframit. Ja, ja. Und das nächste Wolframit war ätzend weit weg, glaube ich. Ich würde einfach hier von hier aus gerade nach Norden ziehen, weißt du? Konstantin. Hm? Guck mal. Oh ja, gib mir ein paar. Gib mir. Musst du craften. Ich hab keine mehr. Weißt du, was ich sogar machen würde? Mach die Brücke vielleicht nochmal 2 Felder breiter an jeder Seite. Ich würde einfach so quasi die gesamte Brücke langziehen, dass du quasi die ganzen Seiten durchziehst mit Geschützen. Da sind die kleinen. Da kann man mit den Fischen so gegen tanken, Alter. Warte. Oh man, one is it easy, geil. Nice. Was machst du denn da? Du bist so laut. Hier, Fangschütze kannst du befüllen, wenn du Bock hast. Oder ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Ich hab schon. Nice. Du könntest die Brücke sogar aus Stein machen schon eigentlich, ne? Oh ja, das sieht geil aus. Oh, wir haben ein kleines Problem. Das Silica stackt. Hier sagt der ist am Limit mit 20 und 34. Aber den anderen Öfen, die haben schon 45 und die Öfen arbeiten trotzdem noch weiter. Hä? Ich glaube, die Mod ist noch ein bisschen verbuggt. Bisschen aus bei dir. Ah ja, ich sehe. Der Granatenweg. Du kannst halt auch gleichzeitig schießen. Kannst die Leertaste gedrückt halten halt und gleichzeitig mit Granaten werfen. Das ist halt sau OP dann. Ich müsste vielleicht auch bald mal das Stromnetz erweitern. Also wir sind da relativ am Limit. Ich überlege auch, wir können vielleicht bald mal die nächste Erdgasquelle anzapfen. Ist wieder gestorben. Von mittelgroßer Beißer. Oh. Jetzt macht ihr vielleicht mal die panzerbrechende Muni, das könnte helfen. Ah ne, die brauchen wir Wolfram für. Dann komme ich mit. Dann lege ich dir mal hier ein bisschen Kohle rein. Bisschen Munition noch. Wow. Erst was machst du das Fers in mich rein? Konstantin! Junge, Mann, die schießen immer auf diese Schleimdinger, warum auch immer. Ich fahre nicht in mich rein. Jo! Ja, ich bin so tot. Geschütze, 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 da! Mann, er fährt nicht rückwärts. Warum nicht? Ich finde meine Leiche nicht. Ich hab die alle Taktik einfach gemacht mit Geschütze reinspammen. Ja, die ist ja immer noch die beste. Ja, jetzt haben wir keine Spawner mehr, jetzt sind noch hier ein paar Würmer. Man kann die roten Förderbänder, man kann die 2 Felder weitermachen, die unterirdischen. Das ist heftig. Das ist ziemlich geil, ja. Jetzt können wir ein bisschen extra Aluminium von hier unten. Sollte jetzt hoffentlich ausreichen, sonst muss gleich diese riesen Aluminiumquelle von da oben auch noch mit anzapfen. Und was passiert? Die haben die Granaten selber weggesprengt. Hast du sie selber gekillt? Ja. Jetzt kann ich auch mal Tore erforschen, schon mal für die Mauern. Oh ja. Die Förderbandstraßen werden immer breiter bei uns, wie geil. Richtige Infrastruktur, ich lieb's. Ich habe jetzt einfach die andere Steinmine in unsere Steinmine mit reingefüttert. Oh, Konstantin. Nimm die erste Uranquelle ganz weit im Westen. Ja, wie OP ist der Westen? Da ist ja, also ohne Witz, alles. Direkt über den Aliens ist eine Kupferquelle. 49k Kupfer. Traurigste Kupfervorkommen jemals. Jo, ach, du bestimmt noch einen, das Bonf. Ja, aber ist jetzt so unwahrscheinlich, ne? Gibt es bestimmt später auch noch Granatenwerfer oder so, ist ja übelst okay dann. Oh, es gibt noch Raketenwerfer. Oh, ist nicht so weit. Wir brauchen noch schwarze Tränke. Das sind die nächsten, die wir machen. So, mein Damage ist erforscht. Wir könnten jetzt hier anfangen, die T2er Maschinen. What? Was kostet die denn alles? Ich würde probably erstmal gar nichts hiervon erforschen. Einfach aus dem Grund, dass die Aliens nicht sofort stärker werden. Beziehungsweise, wait, wir wollten die Arme haben. Was brauchen wir für die krassen Arme? Alter, es gibt so viel Forschung hier. What the fuck? Da brauchen wir... Okay, wir brauchen die T2-Maschinen für den. Erforsche die T2-Maschinen mal. So, Automatisierung haben wir auch ein bisschen weiter erforscht. Nice. Erforschen mal Lampen. Die kosten eh nichts. Die Erforschung geht super schnell. Was hältst du davon? Wir können erforschen, dass die Labore schneller forschen. Das ist doch geil. Geil. Ja, machen wir das mal rein. T2 Reparaturkit ist am Start und rein. Jo, der T2 Reparaturkit ist ja immer vollkommen OP. Die machen keinen Schaden. Ich stehe einfach mitten in deren Basis. Die schießen 5 große Würmer auf mich. Hä, was schießt der an? Sonst haben wir auch, es gibt noch bessere Radare. Die haben nur 4-mal so großen Bereich oder sowas. Die wären eigentlich nice zu haben, ne? Ja, mach die mal und dann platziere ich die, wenn du dir vorstellst. Aber ich
Boah, ich schau mal, ob wir die. Ah, wir brauchen eine schwarze Tränke erst dafür. Das ganz Fette willst du wegmachen? Dann, ja, hau mal rein, ne? Mann, ich bin stuck in Bäumen, dann kommt ein Lag und man ist tot. Komm mit. Das sind Das wirklich stimmt. viele. Jetzt einfach der Taste und Linksklick gedrückt halten und dann fahren wir da rein. Und ich bin tot. Ja, moin. Die sind etwas stärker hier oben, die Aliens. Planänderung, einfach rein mit Geschützen und alles wegmachen. Okay, ich muss meine Leiche holen, da habe ich noch alles Mögliche drin. Ja. Die Standard-Gun, das ist halt nervig. Warte mal, wo ist meine andere? Ich finde die nicht, Alter. Vor. Nein, die craften. Was ist denn Gemetzel? Ich habe keine Geschütze mehr. Ich muss weg hier. Ah. Ah, ich kenne mich nicht, ich habe keine Rüstung. Oh, du hast keine Rüstung, oh Gott. Ja klar, Dann halte hier ich bin ich, das hinten. habe ich ja gesagt. Deswegen musst du mich Ja. beschützen, dass ich da rein kann. So, warte. Muss ich meine Leiche nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ah, da. Ja, die liegt hier vorne, ich kann die holen. Boah, Junge, das war ein Chaos. Von irgendwo. Ich hab sie. Nice. Ja, ich bin down. Okay. Ach du Scheiße, was das für ein Alien ist, Junge. Oh, die Wasserwerfer sind in Betrieb. Und die Penner kein Wasser. Okay, Gott sei Dank, komm, wir gehen rein, wir gehen rein. Und so kämpfen wir uns halt jetzt vor, so ganz langsam, weißt du? Ja. Hier, falls hier Dino. Hier Dino. Oh ja, die machen die ganzen Schön. Blumen weg, das ist gut. Oh, ich bin ein bisschen low. Egal, wir verlieren die zwar hier vorne, aber dafür haben wir ordentlich was weggemacht. Ja, wir haben das Nest, wir haben das Nest. Lass uns mal kurz hier chillen. Warte, ich pushe jetzt rein mit dem Panzer, dann mache ich den Rest jetzt weg. Warte, steig mal mitten, versteig mit ins Fahrzeug, steig mit ins Fahrzeug. Hier bin ich auch. Du reparierst. Du reparierst durchgehend, okay? Und ich auch. Wir Ja, reparieren beide. warte. Ich fahre, du schießt. Ich kann nicht schießen jetzt, okay? Also Leertaste einfach. Halt Leertaste, ja, halt Leertaste gedrückt und halt Linksklick gedrückt zum Reparieren. Ja. Ich fahre. Sind die lustig? Wir sind stuck. Bäume! Wo schießt denn der hin, also? Du schießt. Ja. Reparier, 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 reparier. Ja, ich mach so gut es geht. Aber du fährst die ganze Zeit durch den Schleim. Fahr doch mal raus. Und zu Ja, den Schleim. ich muss dich zählen, auf den Daten zählen. Konzentrieren. Okay, wir haben's. Ja, jetzt sterben wir wegen dem Schleim am Boden. Ja, ist der Wolframplatte nach fast 14 Stunden. What? Als ob wir schon 14 Stunden Spielzeit in der Welt haben. Ja, ich mach's so richtig. Wir haben gerade erst angefangen, Konstantine. Wir sind noch bei grünen Tränken. Weißt du, wie wenig das ist? Sobald du da das Eisen anlieferst, läuft die Stahlproduktion fett an und dann fangen wir an, fett die panzerbrechende zu automatisieren. Ich habe jetzt die panzerbrechende Munition einfach auf das gleiche Band geleitet, bevor er die normale Munition drauf war. Das heißt, wird es langsam nach und nach einsortiert hier. Oh, Crafting Speed ist fertig. Ich erforsche übrigens viermal Crafting Speed und jede Erforschung gibt nochmal plus 20% Handcrafting Speed. Und das Aluminium stackt so hart. Das ist echt das Chillige, wenn man einfach so fett viele, so schnelle Förderbänder hat. Dann braucht man auch einfach weniger. Ich laufe da so, ich komme aus dem Nichts eine Granate angeflogen, weil es so gelaggt hat, dass sie erst gekommen ist. Ja. Ich umbringen. Wow. Was war der Mülleimer? Wird immer noch betrieben mit den Holzwänden von ganz am Anfang. Die sind noch der Brennstoff in den Mülleimer. Die Stahlproduktion läppt. Drück mal Steuerung P ist es, glaube ich. Und jetzt laufen wir quasi permanent 30% schneller. Also lass ich das einfach mal an, ne? Ja. So, ich habe jetzt fix mal die Montagemaschine automatisiert. Ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass wir so lange mit einem einzigen Kollegen für grüne Tränke auskommen. Wir forschen halt durchgehend nebenbei. So, hier unten habe ich nochmal meine auch automatisiert eben. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir den mal irgendwann neuen Spielstand machen, werde ich die Erze noch näher zusammenpacken müssen. Weil so wie es aktuell aussieht, sind wir halt sehr, sehr groß, haben aber sehr wenig von dem Platz, den wir haben, bebaut. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe am Ende eine riesige Map und ich habe ja so eine Mod, die Screenshots nimmt automatisch, dass wir später so einen Zeitraffer machen können. Aber dann der lädt halt mittlerweile eine Sekunde, weil dieses Gebiet hier so groß ist. Also bei der nächsten Map stelle ich die Erze einfach ein bisschen dichter ein. Dann aber auch die Aliens nochmal gefährlicher. Dann sind wir alles nochmal mehr so zusammengepackt. What, wir haben Graphitmangel? Also das hätte ich nicht erwartet. Und wir bräuchten noch ein bisschen mehr Kohle. Oh Mann, ich hatte Kohle.
angeschlossen. Reicht das nicht? Ach, von oben hattest du was gezogen, ne? Jetzt damit aus. Oh ja, das können wir noch benutzen. Jetzt löppt das Eisen wieder hier richtig schön rein. Ich würde dann einmal Geschütze automatisieren. Und wenn ich mit denen durch bin, gibt es eigentlich nicht mehr wirklich was zu automatisieren. Dann kann ich endlich anfangen, mal richtig mit der Forschung reinzuhauen hier. Ich habe die Produktion mal ein bisschen erhöht von den elektronischen Schaltkreisen hier. Das Ding ist, wir können gar nicht richtig angegriffen werden von den Aliens, weil alle Nester in der Nähe, die uns angreifen würden, am ehesten, die machst du schon vorher weg. Junge, der ignoriert mich einfach. Ich sehe. Ich baue mit ihm die. Ah, jetzt checken die, als ich den Stein abgebaut habe. Digga, ich mach 25 Kilowatt. Das ist, what? Das ist ja richtig scheiße. Ne? Sagst du, brauchst mehr Granaten, ne? Ja. So, Granatenproduktion wurde erstmal ordentlich erweitert. So, grüne Tränke sind auch mal ein paar mehr. Jetzt gemacht, einer Maschine haben wir jetzt 5 hier am Start. Ich würde vorschlagen, für diesen Spielstand wird unser Ziel sein, einfach alles zu erforschen, oder? Ja. Das wäre, glaube ich, ein geiles Ziel, wenn wir das haben. Dann machen wir einen neuen Spielstand, wo der eher drauf rausgelegt ist auf so eine Mega-Base, weißt du? Geil, haben wir was zu tun für die nächsten Monate. Mhm. Wollen wir dann einfach unsere erforschten Sachen behalten oder so, weißt du? Einfach so switchen? Nee. Oder wollen wir den Start nochmal spielen? Ich würde nochmal neu machen, weil das wird, ich glaube, wenn wir das behalten, dann wird es einfach sehr viel zu einfach machen, das Ganze, weißt du? Ja, ja. So, Verziegelsteine nochmal hier am Start. Du hast die Steinmine, ja? Du hast die Steinmine nicht mit Strom verbunden. Die arbeiten alle mit diesem einen scheiß Windrad. Und du hast die Förderwände auch so kacke verbunden. Mann, kurz, hier mach deinen Job doch mal richtig, ey. Aber ich kann immer gut Mauern bauen, also lass mich. Ja, aber du musst doch, also das reicht ja nicht. Wir brauchen ja noch was anderes als Mauern. Was hast du denn dabei, Alter? Da brauchst du 5 Maschinenpistolen und 5 leichte Rüstungen. Aus Versehen gecraftet. Junge. Ich würde als nächstes mal die Stahlproduktion ausbauen. Aus dem Grund, dass wir leider hier viel zu wenig Stahl überall haben. Und die Stahlproduktion, die wir haben, obwohl die schon durchgehend läuft, halt nicht wirklich nice ist. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gießereien. Ich mache direkt mal ein paar mehr hier am Start. So, Stahlproduktion läuft auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen. Ich habe jetzt einfach hier angeschlossen. Erstmal ein paar zu viele gemacht, aber die wird zu wenig. Forschungstempo ist durch. Das heißt, wir forschen jetzt nochmal 30% schneller. Also ich will noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar haben wir hier unten ein fettes Erdgasvorkommen. Ich meine, wir haben aktuell 90 Megawatt und noch ein bisschen Spielraum. Wir forschen ja extrem langsam im Vergleich zum normalen Let's Play oder Spiel oder whatever. Einfach weil wir so viele Technologien haben, die es zu erforschen gibt und so. Dementsprechend, bis wir andere Möglichkeiten haben, um Strom zu erzeugen, wird es noch eine Weile dauern. Deshalb wird jetzt einmal einfach so die Todesstromproduktion bauen, die dann einmal gebaut ist und dann reicht die halt wahrscheinlich aus, bis wir dann, weiß ich nicht, zur Atomkraft gehen. So, alles fertig gebaut, alles fertig verbunden. Ich würde sagen, wir leiten das Gas rein. Und die übelste Stromproduktion läuft. Ich denke mal, die Türme werden nicht schnell genug das Gas extrahieren können, dass wir alles permanent bepowern können hier. Erst müssen wir natürlich wieder ein bisschen Dampf aufstocken und dann wird das nach hinten stacken, denke ich mal. Es sieht schon sehr, einfach zum Vergleich, ne? Das ist jetzt die neue und das kleine Ding ist die alte hier. Also es ist locker 4-mal so groß oder so. Unser Strom ist dezent hochgegangen. Von 90 auf fast 400 Megawatt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich lasse mal aus für heute. Tintin ist ja, wie gesagt, nicht da. Nächstes Mal geht es dann weiter, wenn er wieder da ist. Die Evolution steht aber bei 66,6%. Ich glaube, durch irgendeine Mod wird das beeinflusst. Wahrscheinlich, damit wir jetzt nicht, wenn die Evolution dann weitergehen würde, wie in Vanilla, dann wäre das halt ziemlich unbalanced, weil die halt viel länger Sachen am Forschen sind. So. Und es gibt auch einige stärkere Aliens, dementsprechend wäre das wahrscheinlich ein bisschen unbalanced. Deshalb vermute ich mal, dass die jetzt sehen, okay, wir sind so und so weit in der Forschung. Und da geht die Evolution dementsprechend auch nicht weiter. Also auf jeden Fall ein nice Sicherheitssystem. Nächstes Mal können wir dann vielleicht anfangen, hier mit ein bisschen Militär-Sachen zu erforschen. Schiffe theoretisch dann, die wir bauen können. Ja, weiß nicht, eventuell sogar die grünen Greifarme. Plus, wenn wir die schwarzen Tränke anfangen, können wir die ganzen nice Sachen machen. Flammenwerfer und dann hier Energieschilder und so ein Kram. Begleitroboter. Also dann geht's nochmal richtig ab. Und verstärkte Wände. Oh, I like. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, Leute.